Ja, sehr verehrte Damen und Herren, wir fangen, glaube ich, langsam an. Ich schaue in die Runde. Herzlich willkommen auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer online. Ich freue mich, dass wir hier sind beim letzten Panel der Kiewer Gespräche, der 17. Kiewer Gespräche. Mein Name ist Mattia Nellis. Ich bin Mitbegründer des deutsch-ukrainischen Büros, das Ina Nellis gestern auch schon repräsentiert hat. Ich habe bis diesen Oktober bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gearbeitet, in der Ostukraine bzw. zur Ostukraine, zur kommunalen Entwicklung in der Ostukraine und habe mich dort auch schon mit der Bedeutung der ukrainischen lokalen Zivilgesellschaft vertraut machen können. Und genau darüber wollen wir heute auch sprechen, über die ukrainische Resilienz, über die Rolle der lokalen Akteure, sowohl im Krieg als auch beim Wiederaufbau und beim perspektivischen, hoffentlich schnellen Beitritt in die Europäische Union. Wir haben eine Reihe von Fragen und wollen im Prinzip über die Rolle der ukrainischen und internationalen auch Geber sprechen, also nicht nur der NGOs, die on the ground umsetzen und durchführen, sondern auch die Geber mit in diese Diskussion nehmen. Und einige der Leitfragen sind, wie eben genau diese internationalen Geber bzw. Stiftungen, aber auch das Auswärtige Amt zum Beispiel, die ukrainische Zivilgesellschaft in diesem Krieg, in diesem Ausnahmezustand unterstützen. Und wir werden auch auf die Frage eingehen, welche operativen Änderungen gemacht worden sind. Wir werden einige Fäden aufgreifen der vorherigen Diskussion. Da wurde auch über die Bürokratisierung gesprochen und auf die Frage, wie wurde reagiert auf diesen Angriffskrieg, also welche Veränderungen haben Geber vorgenommen. Das wird eine der zentralen Fragen sein. Und natürlich werden wir sprechen über die Rolle der lokalen Zivilgesellschaft auch in der Ukraine, um das vorherige Panel zu ergänzen und eben auch auf die wichtige Rolle beim EU-Beitritt eingehen. Gut, also noch eine Reihe von Fragen und dafür haben wir ein exzellentes Panel. Es gab einige Änderungen der Speaker. Ich weiß gar nicht, ob das schon abgebildet wurde. Ich glaube noch nicht, aber ich möchte Sie einfach der Reihe nach kurz vorstellen. Also zu meiner Rechten sitzt Ina Pietluska. Bezeichnet sich selbst als Civil Society Practitioner, ist aber auch die stellvertretende Direktorin der International Renaissance Foundation, einer der wichtigsten NGO bzw. Geber und Teil der Open Society Foundation Familie in der Ukraine. Und neben ihr sitzt Tetjana Schewtschuk. Sie ist zuständig für internationale Beziehungen beim Anti-Corruption Action Center und gleichzeitig auch beim International Center for the Ukrainian Victory. Und was es damit auf sich hat, wird sie uns gleich erzählen, aber es ist ein spannender Zusammenschluss von ukrainischen Akteuren der Zivilgesellschaft, die sich zusammengeschlossen haben, um eben auch diesen ukrainischen Sieg herbeizuführen bzw. schneller zu erreichen. Zu ihrer Linken, zu meiner Rechten sitzt noch Natalia Prihonitska. Sie ist stellvertretende Vorsitzende von IWEC e.V. und stellvertretende Vorsitzende seit neuestem der Allianz der ukrainischen Organisationen. Und auch sie wird gleich schildern, was es mit dieser Allianz auf sich hat und welche Herausforderungen sie sieht. Und anstelle von Stefan Rössel, der angekündigt war, sitzt neben mir Silvia Groneik. Sie ist Leiterin des Referats 601 für die Experten des Auswärtigen Amts. Das ist die Kultur- und oder Referat 601 ist verantwortlich für die Kultur- und Medienbeziehungen zu Europa, Türkei, Nordamerika, Russland, Zentralasien und dem Kaukasus, also ein riesiges Gebiet, aber verteilt eben auch wichtige Mittel für die Ukraine. Und genau das wird sie uns gleich schildern und auch auf die Frage eingehen, welche Veränderungen im Auswärtigen Amt in Reaktion auf diesen Angriffskrieg, auf den russischen Angriffskrieg getätigt worden sind. Anfangen möchte ich vielleicht mit den Ukrainern, weil sie tatsächlich auch den längsten Weg hinter sich haben, vielleicht mit Tetjana Schewtschuk, weil sie aus der Zivilgesellschaft kommt. Und danach kommen wir zu Ina Pietluska. Aber vielleicht, Tetjana, kannst du schildern, welche Rolle du siehst, die ukrainische Zivilgesellschaft in diesem
Krieg hat, welche Aufgabe und Rolle euer International Center for the Ukrainian Victory hat und welche Rolle ihr in der jetzigen Zeit habt und vor welchen Herausforderungen ihr steht. Wir werden der Reihe nach kurze Inputs hören von den vier Speakerinnen und dann in eine offene Diskussion eingehen und auch Fragen aus dem Publikum ermöglichen. Aber Tatjana, the floor is yours. Danke, Matija. Zum Ersten möchte ich schöne Grüße von meiner Kollegin Hanna Hubko ausrichten. Sie konnte leider nicht dabei sein und ich hoffe sehr, dass ich auf ihre Fragen antworten kann. Zum einen möchte ich sagen, dass die Ukraine hat bewiesen nach Beginn der großflächigen Angriffskrieg, dass wir eine junge Demokratie mit gut entwickelten Institutionen, Zivilgesellschaft, das ist ein Zeichen der starken Demokratie. Und wir sind eine Demokratie, die Aufgabe der Zivilgesellschaft, Wünsche der Gemeinden und der Menschen weitertragen und die Interessen vertreten. Seit Beginn der Aggression hat die Zivilgesellschaft wieder erneut dem Staat ihre starke Schulter geboten. Wir haben uns bemüht und wir bemühen uns weiterhin, die Ukraine zum Sieg zu führen. Außerdem, außer unserer Rolle, unserer aktiven Rolle als Aktoren, als Subjekten sprechen. Ich spreche auch und sagen, dass die Aktivisten, die zivilgesellschaftlichen Aktivisten, das waren die Ersten, die sich angestellt haben am 24. Februar, um der Armee beizutreten. Viele Kollegen sind schon auch gefallen im Krieg, wurden von den Russen getötet. Darin liegt auch eben die Aufgabe der Zivilen, der gesellschaftlichen Aktivisten. Du musst da sein, wo die Gesellschaft dich braucht. Die Aufgabe von uns allen, unseren Staat im Rahmen unserer Möglichkeiten zu verteidigen. Wir, das Zentrum der Entgegenwirkung der Korruption, wir haben sehr große Erfahrung in der Vertretung, in Advocacy. Früher haben wir in erster Linie darauf ausgewirkt, Reformen durchzuführen. Seit Beginn des großflächigen Angriffes auf die Ukraine, wir arbeiten weiterhin an der Gerichtsreform und an der Antikorruptionsreform. Wir verfolgen weiterhin die transparente Tätigkeit der staatlichen Behörden. Alle unseren Kompetenzen sind wichtig für den Sieg. Wir können mit den Politikern sprechen, wir können mit den Bürgern sprechen, in der Ukraine und im Ausland. Dafür haben wir uns zusammen mit anderen politischen Organisationen zusammengeschlossen in Warschau in eine Organisation mit einem ambitionierten Namen, das Zentrum des ukrainischen Sieges. Am 25. Februar unsere jungen Frauen, die mit dem Manifest da aufgetreten sind, das war schon recht eigenartig für uns und für die Polen, die uns herzlich aufgenommen haben. Sie haben uns angeboten, uns als Flüchtlinge aufzunehmen und wir haben gesagt, das brauchen wir nicht. Wir, zivilgesellschaftliche Aktivisten, wir arbeiten daran, was wir tun. Also eben, wir sind der Meinung, Ukraine kann siegen und wir werden alles dafür tun, damit wir so schnell wie möglich diesen Krieg gewinnen mit so wenig Opfer, zivilen Opfer und Soldaten, wie es nur geht. Dafür sagen wir, wie ich gesagt habe, sprechen wir mit Politikern, wir klopfen an alle Türen, wir treffen uns mit den Politikern an den Türen, an die unsere ukrainischen Politiker klopfen können und an die sie nicht klopfen können. Wir sprechen mit den westlichen Partnern, mit den westlichen Argumenten, damit die Ukraine so schnell wie möglich alles erhält, was sie braucht, um schnellstmöglich zu gewinnen.
Und das sind in erster Linie Waffen. Bei mir steht auf dem T-Shirt Leopard 2. Das ist eine Anspielung darauf. Wir brauchen es ja. Wir brauchen es ja für den Sieg. Der ukrainische Sieg, das ist nicht das Verdrängen der russischen Armee hinter die Grenzen von 91. Nein, es geht uns um mehr. Es geht uns um das Land nach dem Sieg. Das Land als Teil der Europäischen Union. Selbstverständlich möchten wir so schnell wie möglich siegen. Aber wir verstehen, dass wir Transformationen brauchen, damit wir den europäischen Werten gerecht sind. Wir brauchen keine beschleunigte europäische Integration. Wir wollen nicht betteln und sagen, nimmt uns mit, weil wir das mit Leid bewiesen haben, dass wir es wert sind. Wir möchten gleichwertiger Mitglied der Europäischen Union sein, mit Rechtsstaatlichkeit im Staate und demokratischen Institutionen. Daran arbeiten wir. Wir beweisen unseren Kollegen und europäischen Kollegen und unserer Regierung, dass man bestimmte Sachen machen muss, damit es keine Fragen an uns gibt. Ich bin sicher, wir werden zusammen diese Schritte machen. In der Gesellschaft ist die Unterstützung äußerst hoch. In der Ukraine, das bringt uns und unsere Regierung dazu, bewegt uns dazu, alles Notwendige zu machen, damit wir ein Teil der Europäischen Union sind, damit wir ein erfolgreicher Staat sind. Und das wird unser Sieg sein. Tatjana steht quasi sinnbildlich auch für diesen beeindruckenden Geist der ukrainischen Zivilgesellschaft. Es ist unglaublich wichtig, dass du hier bist. Herzlichen Dank dafür. Vielleicht, Ina, zu dir. Du stehst eben auch für einen großen Unterstützer der ukrainischen Zivilgesellschaft. Und wir reden viel über den Beitrag der Zivilgesellschaft in diesem Krieg, aber denken auch bereits heute schon über den Beitrag der Zivilgesellschaft beim Wiederaufbau nach. Also die Frage, die große Frage ist, wie kommen wir von diesem Impressive, von dieser Resilienz hin zu einem inklusiven Wiederaufbau, zu Inclusive Recovery? Und du hast sowohl zu beidem große Erfahrungen gemacht und mit vielen Akteuren schon gesprochen. Vielleicht kannst du einleiten, deine Gedanken schildern. Super. Danke. Danke, dass du erwähnt hast, dass ich Aktivistin bin. Ich bin mein ganzes Leben in der Zivilgesellschaft. Seit 10 Jahren arbeite ich in der Renaissance-Stiftung, sozusagen auf der anderen Seite, auf der Gebererseite, weil das ist ja eine der ältesten Stiftungen, die in der Ukraine arbeitet. Wir haben mit ganz vielen Organisationen in der Ukraine gearbeitet, in der Ukraine, NGO. Wir haben die ukrainische Integration unterstützt, europäische Integration, auch Menschenrechte. Jetzt dokumentieren wir Kriegsverbrechen oder unterstützen das, damit das bestraft wird, damit das vor das Gericht kommt, diese Kriegsverbrechen. Wir haben lokale Selbstverwaltung vor Ort unterstützt, machen wir auch weiter. Wir unterstützen auch kreative Ideen, die uns helfen, durchzustehen. Also 3 wichtige Dinge. Ich weiß nicht, inwiefern Sie sich den Wiederaufbau betreffen. Ich habe 5 Minuten, nicht wahr? Also erstmal 3 Minuten. Also das ist Nachhaltigkeit der Zivilgesellschaft. Wir haben verstanden, die Aktivisten auf allen Ebenen, in jeder Stadt, in jedem Dorf sind bedroht. Sind bedroht durch die Besatzer. Man sollte sie schützen, beschützen. Man sollte ihnen Ressourcen geben, mit denen sie sich beschützen können und weiterarbeiten, weil die Zivilgesellschaft im weiten Sinne des Wortes, ich meine jetzt nicht nur NGO, sondern ich meine auch die Selbstverordnung vor Ort, ich meine aktive Bürger, ich meine unabhängige Medien und so weiter, sie haben auf sich eine sehr große Verantwortung genommen und haben Dinge getan, die sie vorher nie getan hatten. Sie hatten einfach keine Wahl.
Und diese Widerstandsfähigkeit der Ukraine, Widerstandsfähigkeit der, des Militärs und der Volontären, der Gemeinden vor Ort, die gewachsen sind in vielen Regionen, weil sehr viele Menschen aus anderen Regionen in die anderen umgesiedelt sind. Also diese Widerstandsfähigkeit der Leute vor Ort, der Führungskräfte vor Ort, sowohl in der Verwaltung als auch außerhalb der Verwaltung. Also diese Widerstandsfähigkeit zu pflegen, zu fördern, ist eine ganz wichtige Aufgabe für uns, für die Geber. Und wie wächst sie heraus aus der Gesellschaft selbst? Wenn wir uns diese Zahlen anschauen, was spenden die Ukrainer an die BIN-Flüchtlinge, an die Armee? Das sind ja unglaubliche Zahlen, wenn wir uns das anschauen. Das sind alles Bestandteile dieser Widerstandsfähigkeit. Es gibt einfach keine anderen Varianten, wie wir siegen können, wie wir das Land wieder aufbauen können. Das ist die Quelle der Widerstandsfähigkeit. Wir können das nur unterstützen. Zweitens, das ist Flexibilität. Also Zivilgesellschaft ist sehr mannigfaltig, hat sehr viele Facetten. Und das, was in der Stadt arbeitet, in einer großen Stadt, man hat dort Kontakte international, das macht Tatjana, das machen andere Kollegen. Das machen verschiedene analytische Zentren in großen Städten. Das ist eine Ebene. Ne? Also eben dieser Dialog, das können wir fördern und entwickeln. Aber Flexibilität sieht vor, dass wir auch ganz andere Fragen beantworten können oder Anfragen von kleineren Projekten in kleineren Orten, von Leuten, die vielleicht in IT gearbeitet haben, die vielleicht Lehrer waren, die vor Ort bleiben, die in anderen Bereichen gearbeitet haben, aber jetzt sind sie Aktivisten, jetzt sind sie Volontäre. Vielleicht wissen sie nicht, wie man einen Antrag schreibt, um Geld zu bekommen. Nicht so viele können sie unterstützen mit Geld. Also eben diese Flexibilität auf der Seite der Geber, der Geldgeber. Ne? Also, dass man schaut, wie schnell kann man reagieren, wie flexibel sind wir. Wir sind da noch nicht so weit. Seit Anfang März sehen wir das. Aber unsere Community der Geber ist sehr aktiv und wir verstehen, dass wir auch Verantwortung tragen. Wir müssen unser Prozedere anpassen. Wir müssen diese Möglichkeit schaffen. Und das Dritte, das ist Zusammenwirken, damit die Ukraine siegt in diesem Krieg. Wir müssen zusammenwirken, zusammen agieren, damit die Ukraine wieder erbaut wird in einer Partnerschaft mit internationalen Institutionen, die schon Mitglieder der EU sind. Das ist ganz wichtig, weil dieses Zusammenagieren hat verschiedene Ebenen. Unter anderem auch Austausch der Informationen, auch Koordinierung von Ansätzen, auch Fähigkeit zusammenzuarbeiten und zu sehen, wo unsere Synergiemöglichkeit ist, was sind unsere Instrumente, wie kann man das zusammen anpassen. Wir sagten, wir koordinieren unsere Arbeit, die Geldgeber. Das ist nicht einfach so entstanden. Das ist, dahinter steht eine große Arbeit. Und deshalb ist es wichtig für uns, unsere Partner in der Zivilgesellschaft zu hören. Sie sind nicht nur diejenigen, die Geld bekommen. Das sind unsere Partner. Wir verlassen uns auf diese Menschen, weil sie wissen, wie man dies oder jenes am besten realisiert. Ich schaue auf Ina, sie weiß, was ich meine, wie die Zivilgesellschaft in der Ukraine 2014 sich vereinte nach dem Maidan, um die Bedürfnisse zu decken, zu füllen, die nötig waren für die Reformen. Die Zeit ist sehr
teuer. Der Winter wird sehr hart. Vielleicht ist das der schlimmste Winter. Die Ukraine ist sehr flexibel. Unter anderem auch dank dieser verantwortungsvollen Zivilgesellschaft. Aber wenn wir hier heute sprechen, wir haben eine große Möglichkeit, unsere Schritte auszudiskutieren, die nächsten Schritte. Deutschland hat große Erfahrung mit der humanitären Hilfe, mit dem Wiederaufbau, sozialer Wiederaufbau, soziale Infrastruktur, Aufbau Gemeinden vor Ort, die neue Fähigkeiten bedürfen und neue Ressourcen bedürfen. Ich werde noch später davon sprechen, aber erstmal mache ich Schluss. Dankeschön. Wir arbeiten weiter. Vielen Dank, Ina. Das war ein extrem wichtiger Input. Und ich glaube, wir greifen jetzt auch in der folgenden Diskussion gleich die Fäden auf. Also wir haben schon von der Flexibilität gehört. Wilfried Jilge hat im letzten Panel schon und auch andere von der Absorption Capacity gesprochen und der Frage, wie lokale Ebene, wie man ihr besser helfen kann. Und das hast du angesprochen, darauf kehren wir gleich zurück. Aber vielleicht schlagen wir die Brücke jetzt von der Ukraine zu Deutschland mit dir, Natalia. Vielleicht kannst du auch darauf eingehen, zum einen nochmal schildern, was deine Allianz ist. Das ist nochmal wichtig für den Kontext. Und die Verbindung zwischen der Zivilgesellschaft im Krieg, in Deutschland und in der Ukraine und was eure Herausforderungen sind. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Vielen Dank für die Organisation dieser sehr tollen, sehr nachhaltigen Konferenz. 17 Jahre gibt es die Kiewer Gespräche schon und das ist ein Forum, der unabdingbar ist für die deutsch-ukrainischen Beziehungen. Und auf Matthias, deine Frage zurückzukommen. Ich möchte unterstreichen, dass die Allianz nicht so, das gehört niemandem, das ist ein Zusammenschluss von Organisationen, die in Berlin aktiv sind und offen auch für Organisationen, die nicht nur in Berlin sind. Und die Allianz entstand jetzt im Februar, Ende Februar, Anfang März und auch dieser Moment war nur deswegen möglich, das ist meine starke These, dieser Moment, dieser Zusammenschluss dieser Organisation war nur deswegen möglich, weil 2014 schon diese Organisationen peu à peu gegründet wurden. Nach dem Euromaidan und Revolution der Würde war es klar auch für Menschen, die in Deutschland leben, die ukrainischen Hintergrund haben oder sich mit der Ukraine identifizieren, schlossen sich zu Initiativen, gründeten Vereine, arbeiten im Bereich Kulturdiplomatie, arbeiteten im Bereich humanitärer Hilfe. Unsere eine mit der führendsten Organisation Ukraine Hilfe Berlin, das auch ein Teil der Allianz ist. 2014 begannen sie schon, der Ukraine zu helfen und lieferten schon die humanitäre Hilfe, auch dann, wo es noch keiner so richtig gemacht hat. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, um diese Struktur aufzubauen, braucht es ein festes Fundament. Und das ist uns gelungen, jetzt im März zusammenzukommen. Was nicht einfach ist, das muss man auch sagen, das sind unterschiedliche Organisationen, unterschiedliche Menschen, das sind jüngere, ältere Organisationen. Aber auch durch Konflikte wird man stärker. Womit wir jetzt konfrontiert werden, das hat meine Vorrednerin schon erwähnt von Vice, dass wir viel neben dem Beruf arbeiten müssen. Also neben unseren Jobs, die wir eigentlich ausüben weiterhin, weil wir müssen wovon leben, arbeiten wir nebenbei nochmal 40 Stunden gefühlt dafür, dass wir der Ukraine so weit wie möglich helfen können. Und wir merken, das ist eine der größten Herausforderungen ist, dass wenn wir das jetzt nicht schaffen, strukturell das jetzt aufzubauen, wird es auch für die Allianz nicht möglich sein, effektiv und nachhaltig zu arbeiten. Das heißt, das ist das größte Ziel dieses Zusammenschlusses, eine Struktur zu schaffen, die nachhaltig ist, die Arbeitsplätze auch anbietet, die Menschen anstellen kann, die Aufträge nehmen kann und auch ein Ansprechpartner und Ansprechpartnerin für viele andere Organisationen ist, die zum Thema Ukraine arbeiten.
Wir sind sehr vielfältig und das bietet auch, wir haben Kultur e.V., wir haben orthodoxe Kirche in der Allianz, ganz viele auf der Internetseite ukr-allianz.de findet man alle Organisationen, die dort vertreten sind. Und eine unserer größten Visionen ist auch, dass wir geschlossen nach außen kommunizieren, dass wir auch so eine Partnerorganisation sind für Organisationen, die in Deutschland zum Thema Ukraine arbeiten, wo wir auch an dem Netzwerkausbau arbeiten. Das ist einer der wichtigsten Momente, das wurde heute mehrmals angesprochen und das möchte ich bestärken. Das ist einer der größten Herausforderungen auch in der Community ist, dass auch ukrainische migrantische Organisationen nicht miteinander gut vernetzt sind, deutschlandweit. Wir haben das geschafft, dass wir in Berlin uns kennen, dass wir zusammenarbeiten können, aber deutschlandweit, dass wir wissen, wer in welchem Bundesland arbeitet, zu welchen Themen wir arbeiten, wie wir uns gegenseitig stärken können. Das sind Projekte, die laufen jetzt an. Uns ist auch wichtig, dass alle unseren Organisationen an diesen Projekten beteiligt sind, dass Menschen in diese Prozesse mit einbezogen werden. Wir sind offen auch für Menschen, die sich freiwillig beteiligen möchten, die sich einbringen möchten in diese Prozesse, um das gemeinschaftlich zu gestalten, denn dann hat es eine Zukunft. Herzlichen Dank. Natalia. Jetzt kommen wir zum nächsten, das ist auch die Überleitung und dann kommen wir in die Diskussion. Ich finde, die Inputs sind wichtig, um unsere Diskussion zu framen, aber wir werden gleich in die offene Diskussion übergehen. Frau Groneik, Sie haben sehr geduldig gelauscht und eine der zentralen Fragen lautet natürlich, wie die internationale Staatengemeinschaft, aber auch Geber, große Geber wie das Auswärtige Amt, die die Ukraine seit Jahren unterstützen, größter ziviler Geber seit 2014, wie das Auswärtige Amt, wie Sie in Ihre Abteilung und Ihre Kolleginnen, auch andere im Amt, auf diesen Angriffskrieg reagiert haben, um diese Zivilgesellschaft in der Ukraine und auch auf der lokalen Ebene zu unterstützen. Vielleicht können Sie darauf eingehen und dann gehen wir in Diskussionen über. Ja, herzlichen Dank. Erstmal möchte ich damit beginnen zu sagen, dass es mich beeindruckt neben drei, und ich glaube, es ist kein Zufall, dass es Aktivistinnen sind, der Zivilgesellschaft zu sitzen. Vor zwei Wochen hatten wir die Gelegenheit, virtuell mit sechs Partnerinnen, Partnern aus der Ukraine verschiedene Abgeordnete aller Fraktionen zusammenzubringen im Rahmen unseres ÖPR-Programms. Da waren einige dabei, ich erinnere an einen Partner aus Saporischschja selber, das war natürlich für mich, für alle Beteiligten sehr beeindruckend, Sie jetzt hier zu erleben und diese Gelegenheit zu haben, dafür bedanke ich mich sehr. Ja, ich versuche mich kurz zu beschränken auf das, was ich für die Abteilung 6, die Abteilung Kultur und Gesellschaft beitragen kann und insbesondere natürlich zu den Punkten wie die Zivilgesellschaft für die Zeit und die Zukunft in der Ukraine, wie wir das unterstützen können, was wir da schon angefangen haben. Erstens haben wir direkt nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sofort unsere laufenden Maßnahmen auf den Prüfstand gestellt und den Kriegsbedingungen angepasst. Immer stand die Frage im Vordergrund, wie können wir unsere Partnerinnen und Partner in der Ukraine in der aktuellen Situation bestmöglich helfen? Was ist dafür notwendig? Und da möchte ich einige wichtige Maßnahmen nennen. Dem Goethe-Institut wurden vom Auswärtigen Amt Sondermittel aus einem Ergänzungshaushalt in Höhe von 11,7 Millionen Euro bereitgestellt. Mit diesen Sondermitteln hat das Goethe-Institut spezielle Sprachkursangebote auf die Bedürfnisse von geflüchteten Kulturschaffenden bereitgestellt. Und zum Beispiel das gerade in Berlin laufende Programm Goethe-Institut im Exil aufgestellt. Es gibt auch einen Nothilfefonds des Goethe-Instituts und der Kulturstiftung des Bundes, der Stipendien vergibt, um geflüchtete Künstlerinnen und Kulturschaffende zu unterstützen und die kulturelle Szene der Ukraine zu erhalten, von der man ja Beeindruckendes hört, trotz des Krieges. Außerdem hat das Goethe-Institut in Kooperation mit den Bundesländern nach Deutschland geflüchtete Lehrkräfte auf das Schuljahr 2022-23 vorbereitet.
Damit wird den Lehrerinnen der Berufseinstieg in Deutschland ermöglicht. Denn es sind ja viele, überwiegend Lehrerinnen, auch hier gekommen. Wir sind im Übrigen sehr beeindruckt von der Qualität der ukrainischen Schülerinnen und Schüler. Das habe ich vielfach gehört und auch selbst erlebt. Ukrainische Schülerinnen in Willkommensklassen wird damit der, ja, hoffen wir, wahrscheinlich nur temporäre Neustart in Deutschland erleichtert. Und diese Fähigkeiten sollen dann ebenfalls natürlich bei der Rückkehr in die Ukraine eingesetzt werden und leisten somit perspektivisch einen Beitrag zum Wiederaufbau der Ukraine. Und zweitens wird natürlich, das ist hier ja großes Thema gerade in diesem Panel, der Handlungsspielraum einer freien und engagierten Zivilgesellschaft gerade stark eingeschränkt. Und gleichzeitig zeigt sich aber, das haben ja meine Vorrednerinnen gesagt, genau der Wert dieser Zivilgesellschaft. Nämlich eine Kraft jenseits von verfeindeten Regierungen. Und ich spreche damit von der Zivilgesellschaft in der Ukraine, aber auch in den anderen Ländern der Region, in den anderen Zielländern unseres Programms ÖPR, Östliche Partnerschaft Russland, die Zusammenarbeit der Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft ist nicht nur eine Quelle von Begegnung und Versöhnung, setzt sich für Menschenrechte ein, ist wichtige Wächterin der Rechtsstaatlichkeit und humanitäre Helferin selbstverständlich auch. Und mit dem eben schon eingeführten, unserem Programm der Ausbau des Ausbaus der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in den Ländern eben der östlichen Partnerschaft und seit 2016 auch Russland. Auch das wird fortgesetzt. Die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft setzen wir wo immer möglich und sinnvoll fort. Das ist ein wichtiges Instrument zur Unterstützung unserer Partner wie Journalisten, Medienschaffende, Menschenrechtsaktivistinnen, Frauenrechtsorganisationen, aber auch Mitglieder der LGBTQI-Community oder Jugendliche, um nur einige Bereiche zu nennen. Und der Bundestag sieht das, Gott sei Dank, und hat deswegen besondere Mittel zur Unterstützung der ukrainischen Zivilgesellschaft mit einem Nachtragshaushalt zur Verfügung gestellt, sodass in diesem Jahr die ukrainische Zivilgesellschaft in bilateralen oder auch regionalen Projekten mit insgesamt 12,5 Millionen Euro unterstützt werden kann. Damit machen wir beispielsweise Austauschformate mit ukrainischen Jugendlichen oder ermöglichen Medienschaffenden, die ihre Heimat verlassen mussten, den Aufbau von Strukturen im Exil, machen Fortbildungsprogramme für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer, um neue Existenzen aufzubauen. Aber erfreulicherweise können auch in der Ukraine weiterhin Projekte umgesetzt werden. Journalistinnen vor Ort, aber auch das, was sicherlich wichtig ist für das Weiterleben und die Zukunft an wichtigen Themen jetzt und in der Zukunft, wie zum Beispiel der Sicherung von Nachhaltigkeitszielen, wird weitergearbeitet. Einige von Ihnen werden es wissen, wir haben uns sehr gefreut, dass tatsächlich alle drei diesjährigen Friedensnobelpreisträger Partnerorganisationen laufender ÖPR-Projekte sind, darunter, wie Sie ja alle wissen, auch in der Ukraine. Ich möchte es dabei eigentlich belassen und lieber in die Diskussion einsteigen. Dies nur ein ganz kurzer Abriss. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ja, die Kulturförderung ist gerade in diesen Zeiten extrem wichtig, auch wenn der Krieg erstmal gewonnen werden muss. Wir haben auch eine Policy Paper Studie geschrieben und eine der Schlussfolgerungen ist, wie kann man die Ukraine auf der Mental Map, auf der mentalen Landkarte der Deutschen behalten? Wie kann man investieren in ihren Ruf jenseits des Kriegs und der Zerstörung? Und die Kulturförderung ist dabei ein zentrales Instrument. Deshalb kann man das nicht genug unterstreichen, wie wichtig das ist. Aber ich möchte noch mal zurückkommen, bevor wir zum Wiederaufbau und EU-Beitrittsprozess kommen und der Rolle der Zivilgesellschaft dort, noch eine Frage an Inna. Du hast bereits geschildert, dass Flexibilität notwendig ist, um lokale Zivilgesellschaft zu fördern. Und wir haben gehört im vorherigen Panel, die lokale Zivilgesellschaft ist am Limit. Viele der Akteurinnen sind Freiwillige.
und die sind am Limit. Die sind vom Burnout zum Teil. Und deshalb die rein praktische Frage, vielleicht kannst du anknüpfen an das, was du bereits geschildert hast. Wie können wir diese lokale Resilienz als Geber, ihr als ukrainische Geber und wir als deutsche Geber unterstützen? Und vielleicht kannst du uns noch ein paar Handlungsempfehlungen mit auf den Weg geben. Ich danke. Die Zivilgesellschaft, wenn ich das richtig verstanden habe, ist nicht außerhalb der Politik. Wir sind ein Teil dieses Prozesses. Die Zivilgesellschaft macht die Ukraine 100% sicher, ausnahmsweise zur europäischen Demokratie. Wir können nicht sagen, ist irgendwo da, ist ein Teil des Prozesses. Zu Aufbau, die Zivilgesellschaft ist nicht müde. Auch wenn die müde ist, halten wir trotzdem. Wir haben schon ganz viele praktische Schritte gemacht, damit Erneuerungsprozesse, Aufbauprozesse, Aufbau, das ist, wenn es um die Infrastruktur geht, wir sagen immer, ein Teil des modernen europäischen Landes liegt darin, wir werden alles so aufbauen, dass es besser aussieht, wie es früher war. Also grün sein, nachhaltig sein, die Ukraine, die aufgebaut wird, die wird so aufgebaut. Wir hatten schon unsere Vision, wir haben schon ganz viele Dokumente vorbereitet dafür. Eins hieß die Deklaration der Zivilgesellschaft. Wir haben das für Lugano vorbereitet, wir haben das Luganske Deklaration genannt. Das ist ein Wortspiel, erinnert uns an den besetzten Lugansk und daran, dass Lugansk wieder an die Ukraine kommen soll. Wir haben das für die Konferenz vorbereitet und Zugänge, wie man die Prioritäten setzt, wie man menschenzentriert arbeitet. Wir haben rote Linien entwickelt, die Ukraine nicht überschreiten darf, wenn die Ukraine europäische Demokratie bleiben möchte. Noch ein Dokument, sehr wichtig. Ukraine 2030 nach dem Sieg, entwickelt von der Zivilgesellschaft, die Zugänge oder Bereiche, in denen die Zivilgesellschaft besser vorbereitet sein kann und stärker sein kann, wo die Zivilgesellschaft eigene Rolle sieht, mit der sozialen und ökologischen Aufbau verbunden und ebenso Bevollmächtigung der Bürger und der Gemeinden. Es gibt ja auch bestimmte Dokumente zu der Organisation und manche aus dem wirtschaftlichen Bereich werden bestimmte Vorschläge gemacht und ebenso jede Organisation macht eigene Vorschläge und es ist äußerst wichtig, dass die Organisationen, die zivilgesellschaftlichen Organisationen in den Aufbauprozessen mitbeteiligt sind. Nicht, dass die Geber, die Geldgeber alles entscheiden und das muss in der Logik des Wiederaufbaus verankert sein. Finanzielle Absicherung, ja, ich sehe Wilfried, er hat über viele Mechanismen gesprochen, die man vorschlagen könnte. Mechanismen werden entwickelt, ob sie arbeiten und wie sie arbeiten, lässt sich zeigen. Das sind wichtige Prozesse und die Zivilgesellschaft muss ihr Wort sagen können. Wir hatten gestern ein äußerst wichtiges Ereignis genannt, 25. Oktober. Das ist eine hochrangige Konferenz und bei dieser Konferenz geht es um den Wiederaufbau der Ukraine. Es ist wohl sehr traurig, darüber zu sprechen und es ist falsch zu sagen, dass die ukrainische Zivilgesellschaft außerhalb dieser Prozesse sein wird. Nein, es gibt viele Prozesse, die sind alle äußerst wichtig. Die ukrainische Zivilgesellschaft muss nicht nur Ressourcen und Instrumente haben, sondern auch
sich mitbeteiligt fühlen und eben handeln können. Vor Ort zusammen mit anderen Bereichen. Es werden schon fantastische Sachen gemacht. Daran kann man sehen, dass dass man dann weiter vieles entwickeln kann und auf verschiedenen Ebenen ja, eben. Danke, ich glaube, man merkt die Energie an, die aus der ukrainischen Zivilgesellschaft und aus den Geberorganisationen kommt. Es ist immer wieder inspirierend, dir zuzuhören. Ich möchte Tetyana noch mal ins Boot holen und ihr arbeitet parallel am ukrainischen Sieg, aber auch an den ukrainischen Reformen. Und eine der zentralen Fragen, die in Deutschland immer wieder diskutiert wird, ist zum einen das Problem der Korruption. Wir haben mit dir eine herausragende Expertin hier, die quasi aus zivilgesellschaftlicher Sicht die deutschen Bedenken adressieren kann. Weil genau zu diesem Thema machen sich die Expertinnen und Aktivisten schon heute Gedanken, wie quasi Korruption vorgegriffen werden kann. Also vielleicht kannst du kurz darauf eingehen und dann kommen wir auch zum europäischen Prozess. Aber erst zur Korruption, bitte. Wenn wir mit unseren Partnern in der Ukraine und im Ausland über den Wiederaufbau der Ukraine sprechen, dann stehen zwei wichtigste Fragen. Die Frage der Finanzierung, wer sind die Partner und wohin wird das Geld fließen? Die Frage der Korruption ist bekannt und es geht darum, also wir haben den Ruf des korrumpiertesten Landes Europas, ein Mythos oder eine Narrative der korrumpierten Ukraine verdankt die Ukraine Russland. Sie haben das in den Medien verbreitet. Die Ukraine wäre super, mega korrumpiert und der Ukraine könne man nicht vertrauen. Das war strategische Waffe der letzten 8 Jahre. Alle Politiker aus den prorussischen Parteien, sie haben von Russland ihre Gelder bezogen und wir haben das entsprechend gehört. Eben prorussische Politiker haben uns bei unserer Arbeit verhindert. Sie waren gegen die Antikorruptionsreformen. Vieles ist denn nicht gelungen. In den letzten 8 Jahren hat die Ukraine das Unmögliche gemacht. Wir haben einen riesengroßen Schritt nach vorn gemacht. Wir haben ein starkes und beständiges System der Antikorruptionsorganisationen aufgebaut. Die gibt es ja in europäischen Ländern nicht. Elektronische Steuererklärung und Offenlegung der Gelder, die die Beamten bekommen. Das haben wir nur wir. Bei vielen europäischen Politikern gibt es auch russische Gelder. Das würden wir gerne sehen. Dieser ganze Antikorruptionszweck, der Progress, den die Ukraine gemacht hat, zeigt, wir können mehr machen. Ich sage nicht, wir haben keine Korruption in der Ukraine. Doch, wir haben sie, aber viel weniger. Und ich kann sagen, wir haben Systementscheidungen und Systemlösungen, wie man sie bekämpft. Viele haben von demokratischen Initiativen die Forschungen gesehen, was beunruhigt die Ukraine in erster Linie. Das ist die Erneuerung der territorialen Integrität und weiterhin das Lösung des Problems mit der Korruption, die wirtschaftliche Stabilität und so weiter. Die ukrainische Gesellschaft sieht, die Korruption ist ein Problem. Aber wir sehen ja auch Wege, wie wir die Korruption besiegen. Kampf mit der Korruption soll nicht im Wege der Erneuerung und Wiederaufbau der Ukraine stehen. Bessere Institutionen, transparentere. Und diese Erneuerung wird zum Beispiel dessen sein, wie man richtig handeln sollte. Und weiterhin sind wir sicher,
Die Stärkung der Antikorruptionsarbeit und der Organisation wird ein Teil dieser Erneuerung und Wiederaufbau sein. 8 Jahre. In 8 Jahren die Anzahl der Projekte im Osten der Ukraine hat gezeigt, das ist möglich, qualitativ hochwertig und schön möglich. Nicht nur in der Ukraine, sondern man kann es ja genauso gut machen wie in den anderen Regionen. Vielen Dank. Natalia, vielleicht kannst du auch noch mal aus deutscher, aber auch aus ukrainischer Sicht eingehen auf die Rolle der Zivilgesellschaft beim Wiederaufbau. Wir haben gehört, es gibt eine große Bedeutung eines inklusiven, menschenzentrierten Vorgehens. Und wie blickst du darauf, vielleicht aus deutscher Sicht zunächst? Ich denke, in Deutschland haben wir dieses große Benefit, dass wir sowohl aus der ukrainischen als auch aus der deutschen Perspektive blicken können, weil die, zum Beispiel in meinem Fall, ich bin in der Ukraine und in Deutschland sozialisiert und ich habe den Blick auf die beiden Länder. Und das gibt eine ganz besondere Perspektive auf diesen Prozess. Ich denke, was Wiederaufbau angeht, gibt es einige Punkte, die wirklich zu beachten sind. Ich kann auch nicht sagen, also ich würde nicht sagen, dass wir als Zivilgesellschaft in Deutschland in das Prozess der Wiederaufbau nicht mit eingezogen werden, weil es gibt unterschiedliche Plattformen, wo in der Tat die Versuche vorgenommen werden, Menschen, die Zivilgesellschaft vertreten, mit reinzuholen. Wir sind vertreten in der Koordinierungsgruppe von BMZ, auch von BMI, da gibt es Beratungsgespräche, jetzt nicht zu Wiederaufbau, aber zu anderen Prozessen. Also das wird schon durchaus angegangen. Was explizit den Wiederaufbau angeht, ich denke, ganz wichtig ist in diesem Prozess, den Menschen in der Ukraine zuzuhören. Und das geht nicht nur in Bezug auf diesen Prozess, sondern insgesamt. Wir hatten heute gehört über das Thema Versöhnung, da ging es mir auch gleich so drum, wir haben 8 Jahre, seit 2014 auch gesagt, bitte hört bitte auf uns, hört bitte auch auf die Gedanken der Menschen, die Bezug zur Ukraine haben, die zur Ukraine arbeiten, die Familien dort haben, und holt uns mit ins Dialog. Das muss man auch konstatieren, dass es nicht genug stattfand. Und auch die Meinungen der Menschen wurden viel zu selten gehört. Und auch jetzt werden oft Menschen aus der Ukraine mit dem ukrainischen Background eingeladen, zum Beispiel zu Fernsehrunden. Manchmal nicht, weil die Expertise haben, sondern weil die aus der Ukraine kommen. Und das ist auch unsere Aufgabe, das zu ändern hier in Deutschland, aber auch diesen Dialog zu schaffen. Und das ist mir ein ganz großes Anliegen, dann komme ich zu Wiederaufbau auch. Die Aufgabe der Menschen, die in Deutschland leben und die jetzt nach Deutschland gekommen sind. Wir brauchen den Dialog in die deutsche Gesellschaft, mit der deutschen Gesellschaft, weil wir sind Teil dieser Gesellschaft. Und diesen Raum, den gibt es zu wenig. Und deswegen gibt es auch zu wenig Kenntnisse über das Land. Es ist erschreckend, wie wenig über die Ukraine in Deutschland bekannt ist. Aus der historischen Perspektive, aus der kulturellen. Und das ist enorm viel Arbeit vor uns. Jetzt komme ich zu Wiederaufbau. Ich habe einige Punkte. Ich denke, Bohdan Andruschuk hat vorhin diesen Punkt schon angesprochen, der wirklich existenziell ist. Humanitäre Hilfe insgesamt, das Konzept, die Zusammenarbeit, müsste überdacht werden. Das muss strategisch anders angegangen werden. Wenn eine Ausschreibung stattfindet, die Sachen, zum Beispiel Generatoren, zum Kauf anbietet, aber die Menschen in der Ukraine kein Geld haben, um das vorzuschießen sozusagen für den Kauf dieser Generatoren, dann sind die außerhalb des Wettbewerbs. Dieser Dialog zu Wiederaufbau muss auch auf der Augenhöhe stattfinden, wie der Dialog insgesamt. Und wenn wir ehrlich sind, ist das oft nicht der Fall. Menschen in der Ukraine, Kommunen, aktive Zivilgesellschaft oft wissen auch, was die Bedarfe sind und die kommunizieren auch diese Bedarfe. Das heißt, Wiederaufbau soll auch bedarfsorientiert sein. Auch Stärkung der unternehmerischen und wirtschaftlichen Potenzials der Ukraine ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das heißt, es muss den Menschen auch die Chance gegeben werden, mitzugestalten. Und das alles natürlich, und das war mein allererster Punkt, den ich jetzt aber erwähne, die Wiederaufbau insgesamt soll im Hinblick auf den Beitritt der Ukraine stattfinden. Also das ist ein inklusiver Prozess und alle diese Prozesse sollen im Hinblick darauf stattfinden, dass die Ukraine
der EU gehören wird. Genau. Inklusiv und ganzheitlich. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, dann bin ich fertig. Die Finanzierung der Wiederaufbau sollte dezentral stattfinden. Also wir haben das Reform der Dezentralisierung, das ist eine mit der erfolgreichsten Reformen in der Ukraine. Und wir haben Erfahrungen der letzten Jahre, dass es funktioniert, wenn Menschen mit einbezogen sind in diesen Prozess, packen die richtig an. Und das ist das, was wir auch anstreben sollen. Menschen mit einbeziehen, ganzheitlich gestalten, EU-Standards anzuwenden und nach vorne blicken und gewinnen. Danke. Herzlichen Dank. Es ist, glaube ich, ganz wichtig zu betonen, dass dieser inklusive Dialog auf Augenhöhe geschehen muss. Frau Groneik, es wurde zwar humanitäre Hilfe angesprochen und fairerweise sind Sie dafür nicht zuständig, aber dennoch, vielleicht können Sie darauf eingehen, wie die Hilfe, Sie haben geschildert, wie die Hilfe angepasst wurde. Aber wie können wir auf lokaler Ebene die Akteure noch besser unterstützen, dass sie ihre volle Wirkung auch mit Hinblick auf den Wiederaufbau entfalten können? Also die ÖPR-Hilfe geht ja auch an Akteure auf lokaler Ebene, aber wie können wir den lokalen Akteuren noch besser helfen, auch mit den Mitteln des Auswärtigen Amts? Am besten kann ich in der Tat über das ÖPR-Programm sprechen und ich denke, das ist auch am geeignetesten. Dieses ÖPR-Programm, kurz zur Erinnerung, wurde 2014 in Reaktion auf die Annexion der Krim aufgelegt. Ich habe es gesagt, es waren die Länder der östlichen Partnerschaft beteiligt. Die östliche Partnerschaft zielt ohnehin eben auf eine Partnerschaft zur EU, das heißt nach Kriterien mit Zielen der EU. Und in diesem Geiste ist dieses Programm geschaffen worden. Und es zeichnet sich dadurch aus, dass tatsächlich auf Augenhöhe deutsche zivilgesellschaftliche Partner mit Organisation, und das sind eben auch die von meiner Vorrednerin gerade erwähnten, wir haben großes Interesse auch daran, dass das kleine Organisationen auch sind und nicht nur in Kiew, nicht nur in großen Städten, sondern im Osten, in der gesamten Ukraine. Und je bürgernah, desto besser. Zu den Erfolgskriterien, die wir messen, die wir beobachten, gehört auch immer ein Nachweis, wie viele Leute werden erreicht, direkt, indirekt. Wir sind gerade in der Phase unseres Programms, dass wir die Skizzen erwarten. Und es freut mich, dass ich die Gelegenheit hier habe, tatsächlich dann dafür zu werben. Wir hoffen, wir freuen uns auf Skizzen. Und wenn diese dann auch die Perspektive des Wiederaufbaus wieder haben, dann passt es ohnehin zu den von Anfang an eigentlich schon existierenden, aber sich immer weiterentwickelnden Themen unseres Programms, der Kampf gegen Desinformation, die Stärkung demokratischer Resilienz, das Führen von Wertediskursen zu Pluralismus, Nachhaltigkeit oder auch Menschenrechten. Und jetzt kann ich tatsächlich nur ermutigen zum Einreichen vieler spannender Skizzen. Es wird natürlich schwer und für uns eine Riesenherausforderung, wenn das zu viele kleinteilige Sachen sind. Aber das ist eine Frage auch unserer deutschen Partner, ob und was da vielleicht gruppiert werden kann. Wir haben extrem beeindruckende Beispiele gesehen und ich habe Ihnen gerade von der vor zwei Wochen stattgefundenen Diskussion mit Bundestagsabgeordneten gesehen. Und wir freuen uns darauf, auch im nächsten Jahr wieder viel zu fördern. Herzlichen Dank. Ich würde sagen, wir haben jetzt schon eine Stunde uns auf dem Panel bewegt. Ich schaue in die Runde, ich habe schon erste Fragen gesehen. Wir sammeln, würde ich vorschlagen, 2, 3 Fragen und kehren dann aufs Panel zurück. Ich glaube, Rebecca Harms war die Erste, die sich gemeldet hat und dann in der Mitte und dann hinten. Und dann kehren wir aufs Panel zurück. Rebecca, du kriegst das Mikrofon. Dankeschön.
Ja, als ehemalige Abgeordnete und jetzt aktive Teilnehmerin der Zivilgesellschaft zur Ukraine möchte ich 2-3 Anmerkungen machen. Also ich habe die Anpassung der Programme für die Kiewer Gespräche und die Partnerorganisation als Schirmherrin der Kiewer Gespräche verfolgt. Und ich habe als stellvertretende Vorsitzende des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig auch die neuen Projekte für Journalisten in der Ukraine eigentlich mitentwickelt und die Antragsentwicklung und Genehmigung verfolgt. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass das doch sehr langwierige Prozesse sind, die schwierig sind, die in der akuten Situation fast nicht durchhaltbar waren, weil in der Ukraine, also ich rede nicht von den Projekten hier, sondern von den Projekten in der Ukraine, die Zeit, die wir uns lassen für die Vorbereitung, Überprüfung, dann Anpassung des Finanzrahmens, Kritik, Wiedervorlage und so weiter, diese Zeit ist für die akute Situation in der Ukraine einfach zu lang. Ich kann das für das Journalistenprojekt sagen, das ist wirklich gut. Das wurde jetzt, gerade in dieser Woche gab es den Zuwendungsbescheid. Und angefangen hat die Beratung im Juni, also vorgelegen hat alles schon im Juni. Ausgegeben werden muss das Geld bis Ende des Jahres. Und dann ist nicht klar, ob es weitergeht. Also da ist wirklich wahnsinnig viel Arbeit, sowohl aus unserer Organisation als auch im Auswärtigen Amt, als auch in diesen ganzen Prüfinstanzen reingegangen. Aber wie gesagt, das Projekt dauert jetzt eigentlich nur noch 2,5 Monate. Toi, 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 wir haben es mit privatem Geld vorfinanziert, sodass wir gut vorbereitet sind und ordnungsgemäß ausgeben können. Aber danach hört es schon wieder auf. Und ich kenne inzwischen viele solcher Abläufe und ich denke, dass wir über diese Frage, wie wir Projekte entwickeln und wie wir die nachhaltiger gestalten können und auch die Arbeit, die da reinfließt, irgendwie, wie die effizienter werden kann, darüber müssten wir unbedingt mal reden. Herzlichen Dank. Vielleicht Johann in der Mitte. Ja, das sind zwei Fragen, die sammeln wir direkt ein. Sowohl Walter als auch hier, genau, die Ukrainerin, bitte. Good afternoon. Українською, так? Мене звати Марія Коріна. Guten Tag, ich heiße Maria Corina aus dem Zentrum für Durchführung der Veränderungen und ein Teil des internationalen Zentrums des ukrainischen Sieges. Ich möchte mich bei der deutschen Regierung für die Unterstützung bedanken und auch einen Kommentar mir erlauben. Wenn wir über den Wiederaufbau der Ukraine sprechen, können wir den Vorschlag in Lugano noch mal aufrufen, Rechtsschutzbereich bei sozialen Fragen war Tatjana Pitschönczyk die Einzige, die diesen Bereich vertreten hat. Man hat über den Wiederaufbau von Straßen, Brücken und anderer Infrastruktur besprochen. Wenn wir menschenzentristische oder menschengerichtete Wiederaufbau besprechen, dann muss man auch diesen rechtlichen Aspekt nicht außer Acht lassen. Viele Ukrainer werden mir recht geben. Wir sind für alle Auszeichnungen dankbar, die die ukrainische Zivilgesellschaft erhält. Darunter auch natürlich für die Friedensprämie. Im Lande haben die Rechtsschutzbehörden großen Druck erfahren. Statt zu feiern, mussten sie sich rechtfertigen, warum sie die Auszeichnungen erhalten haben. Gemeinsam in einem Panel, warum sie das gemacht haben, warum sie das entgegengenommen haben, in Anwesenheit von Russen und Weißrussen.
müssen. Der Beitrag der Zivilgesellschaft ist langjährig und die Menschen haben diese Auszeichnungen verdient. Aber das fällt ja auf. Die westliche Gesellschaft unterstützt russische Narrative und holt uns auf eine Bühne und sagt, ihr seid ja Brüdervölker. Kommunikationsmodell war strategisch nicht richtig ausgewählt und ukrainische Rechtsschützer mussten sich rechtfertigen in der Gesellschaft. Und im Mai hat Democracy Defender zusammen mit Memorial eine Auszeichnung bekommen und da musste man sich rechtfertigen. Strategische Kommunikation muss Feingefühl zeigen und kritisch sein. Walter Kaufmann. Ja, ich bin Walter Kaufmann und leite die Osteuropaarbeit der Heinrich-Böll-Stiftung. Und ich muss vorwegschicken, wir sind auch Zuwendungsempfänger des Auswärtigen Amtes und darüber sehr froh und auch sehr froh über das Engagement des Auswärtigen Amtes im Programm Östliche Partnerschaft. Dennoch gab es bei mir auch ein gewisses Unwohlsein, eben als ich Ihre Schilderung gehört habe über dieses Programm, aus zwei Gründen. Es gibt nach meinem Empfinden ein Defizit an politischem Bewusstsein und an politischer Flexibilität, nicht nur in der Kommunikation, sondern sowohl wie in der Kommunikation wie in der Praxis. In der Kommunikation betrifft es Fragen des Framings. Für mich ist schon die Frage, ist dieser Name des Programms eigentlich noch angemessen, sehr fraglich. Die östliche Partnerschaft ist längst ein Auslaufmodell, wenn überhaupt noch. Ja, wir sprechen jetzt über die Ukraine als Kandidat zum Beitritt in die EU, ja, und nicht über eines der Länder der östlichen Partnerschaft. Ja. Das zweite problematische Framing wurde gerade angesprochen. Man sollte sehr, sehr vorsichtig sein, um zu sagen, ja, da geht es ja um Zivilgesellschaft und deswegen fördern wir alle aus einem Topf die Länder der östlichen Partnerschaft, gehört ja eigentlich auch Aserbaidschan dazu im Übrigen, ja, und Belarus und Russland sind alle mit dabei. Das ist kommunikativ und strategisch sehr problematisch. Die zweite Ebene ist die Ebene der Praxis. Und da gibt es sehr viele Beispiele. Wir sind als politische Stiftung, zählen wir noch zu den Privilegierten im Programm der östlichen Partnerschaft. Uns ist sehr bewusst, dass wir noch Vorteile haben gegenüber den vielen anderen Organisationen, die sich um Projekte und bemühen und Anträge stellen. Aber auch wir sind konfrontiert mit Situationen, wo wir mit Kollegen des Auswärtigen Amtes dreimal hin und her korrespondieren müssen, wo es um die Fixierung von Indikatoren für die Erfolgsmessung geht. Ja, in einer Situation der Ukraine in der absoluten Krise. Ja, oder dieses Problem der Jährlichkeit. Ich weiß, das sind haushaltsrechtliche Bedingungen, die haben Sie nicht erfunden, ja, aber die müssen sich in irgendeiner Form einmal ändern. Was wir dringend brauchen, ist mehr Krisenfestigkeit und Krisenflexibilität im deutschen öffentlichen Zuwendungswesen. Wir brauchen so etwas wie Förderrichtlinien für Krisenzeiten. Wenn wir die Förderrichtlinien insgesamt nicht geändert kriegen, dann müssen wir in Krisensituationen in der Lage sein, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren und nicht immer den ganzen Katalog abrufen. Also hier gibt es sowohl auf der Ebene der Kommunikation und des Framings wie in der Praxis, glaube ich, noch vieles zu verbessern und darum dreht sich ja diese Konferenz. Vielen Dank. Ich würde vorschlagen, noch eine Frage und dann kehren wir auf das Panel zurück. Das waren drei sehr gute Kommentare. Bitte stellen Sie sich vor. Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Ochmann, Cornelius Ochmann, Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Und meine Fragen gehen vor allem an Frau Szewczuk und Frau Pitluska. Aber bevor ich die Fragen stelle, sage ich nur, dass ich das alles unterstützen kann, was Rebecca jetzt und hier Walter gesagt haben. Und wenn ich im internationalen Vergleich mir anschaue, wie zum Beispiel amerikanische Stiftungen in Osteuropa arbeiten, die Flexibilität, die sie haben, was die Abrechnung angeht und so weiter,
weiter. Also nach meiner Einschätzung können private amerikanische Stiftungen mit $100.000 mehr bewegen als wir mit 10 Millionen Euro. Die Frage, die ich habe, also ich bin sehr dankbar, Frau Gronajk, für die Zuwendung. Wir haben jetzt zusätzliche Mittel für deutsch-polnisch-ukrainische Projekte. Mit Frau Prihornicka haben wir schon darüber gesprochen. Aber die Frage, die ich stellen wollte, gibt es, wir reden hier so, als ob Deutschland und Ukraine zusammenarbeiten würden. Es gibt polnische NGOs, es gibt slowakische NGOs. Also ich würde von Ihnen gerne hören, wie das international im Vergleich aussieht, die Zusammenarbeit auf der niedrigsten Ebene. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Das waren drei extrem wichtige Kommentare und eine Frage. Ich schaue in die Runde. Vielleicht fangen wir bei Ihnen, Frau Gronajk, an. Es gab geäußerte Kritik bzw. Verbesserungsvorschläge. Ich glaube auch eine Einladung zum weiterführenden Dialog über die Verbesserung und Entbürokratisierung der Prozesse. Aber vielleicht greifen Sie sich einen der Bälle auf, den Sie gehört haben. Das mache ich sehr gerne. Ich nehme das auch als konstruktive Kritik sehr gerne an und stelle bei der Gelegenheit fest, das habe ich natürlich vermutet, dass hier einige Partnerinnen und Partner des ÖPR-Programms sind. Das ist ja schon mal gut. Also, es gibt das Programm. Das Programm ist angefangen mit etwa 6 Millionen, ist seitdem kontinuierlich angewachsen. Es ist der Bundestag, der uns das Geld gibt. Deswegen legen wir sehr viel Wert darauf, den Bundestag so viel wie möglich mit dem Programm in Kontakt zu bringen, so wie ich das vorhin schon zweimal erwähnt habe. Frau Harms, Herr Kaufmann, ich kann all Ihre Wünsche nicht nur verstehen, sondern ich würde sie gerne unterschreiben. Wir müssen das, glaube ich, gar nicht weiter vertiefen. Ihnen ist das bewusst. Sie haben vom Zuwendungsbescheid besprochen. Das heißt, Sie kennen sich in den Tiefen oder Untiefen des Zuwendungsrechts aus. Ich kann Ihnen nur versichern, dass wir in unserem Team, und dann kommt noch hinzu für Feinschmecker, das Entstehen eines Bundesamts fürs Auswärtige Amt, BFAA, wo ein Teil der Bearbeitung läuft, das wird garantiert besser werden. Es ist auch das ein Wunsch des Bundestages. Das ist im Entstehen noch. Es wird sicherlich da vereinfacht werden, aber krisenfestes Zuwendungsrecht, ja, das wäre es wirklich. Wir haben im Moment den Rahmen, den wir haben. Wir haben einen Bundesrechnungshof, an dem jeder Steuerzahler eigentlich ja auch ein Interesse haben muss, denn das sind wir allesamt auch, um sicherzugehen, dass diese Mittel gut verwendet werden. Der Bundesrechnungshof, wir haben immer gewartet, das Programm existiert seit 2014 und Anfang 2022 kam das, womit wir lange schon gerechnet haben, nämlich eine große Überprüfung des Bundesrechnungshofes, in der wir uns gerade befinden. Wir glauben, dass wir dank der guten Zusammenarbeit mit Ihnen allen sehr gut darstellen können, dass die Mittel vernünftig verausgabt sind. Wir bemühen uns auch, und dazu haben unter anderem die 5 Millionen zusätzlicher Mittel, die wir in diesem Jahr bekommen haben, so weit wie möglich zumindest aufzustocken. Hier und da ist sogar noch etwas Neues passiert, aber noch haben wir den Prozess, in dem wir uns im Moment gerade in der Phase der Skizzeneinreichung befinden. Ob wir das grundsätzlich einmal ändern werden, auch dafür sind wir offen. Wir werden dieses Programm einer großen Überprüfung unterziehen im Laufe des kommenden Jahres, um es dann, wir hoffen, dass es weiter existiert, zu seinem 10. Geburtstag vielleicht neu aufzustellen und so viel wie möglich in unserem eigenen Interesse auch, weil wir selber auch unzufrieden sind, dass wir eigentlich schon an die Auswahl von Projekten für dieses Jahr vor dem 24. Februar dieses Jahres getroffen haben und dann nur noch anpassen konnten in diesem Rahmen. So viel wie möglich dieser Punkte, ich nehme das gerne mit, ich begreife das als konstruktive Kritik, nehmen wir gerne mit. Herzlichen Dank. Ich die
Die Kritik auch der Geschwindigkeit der Prozesse hört man immer wieder in der Ukraine. Ich glaube, das ist wichtig zu betonen, auch bei Rüstungsfragen, aber auch bei der zivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit. Die Ukrainer fragen sich immer wieder, wie kann es sein, dass wir in dieser noch Friedenslogik, bürokratischen Logik handeln, während sie einen existenziellen Krieg ausgesetzt sind. Das heißt, die Erwartungen sind da auch deutlich höher an uns, schneller zu reagieren. Aber ich schaue an Ina und Tatjana, wenn ihr auf die Frage oder auf die Kommentare antworten wollt, gebe ich euch die Möglichkeit. Ansonsten nehmen wir weitere Fragen auf. Ina, bitte. Sehr, sehr schnell. Also was die Zeit betrifft, stimme ich zu. Ist ganz wichtig. Dann Zusammenarbeit und Unterstützung. Ja, ich würde mich auch gerne bedanken der deutschen Regierung und allen in der Regierung, die genug Courage hatten, um danach zu verlangen, Ukraine Waffen zu liefern, schneller zu sein, Ukraine zu helfen, zu siegen. Wir haben heute schon sehr viel davon gesprochen. Es ist für uns aber sehr, sehr wichtig, dass Deutschland ein Motto ist, dass auch was die Integration in die EU betrifft, der Ukraine, aber auch Moldau, Westbalkan, Unterstützung auch der vollwertigen Mitgliedschaft der Ukraine in der Zukunft. Ich sehe hier keine anderen Garantien der Sicherheit für uns. Zurück zu der Frage von Cornelius. Cornelius, es gibt keine einzige Antwort, gute Zusammenarbeit oder schlechte. Das ist immer bilateral. Wir unterstützen ca. 500 Projekte in diesem Jahr, also normal, generell. Also in diesem Jahr sind es mehr. Also Kiewer-Gespräche, das 17. Jahreskonferenz, und das ist für uns eine Ehre, mit dem europäischen Austausch zu arbeiten. Und auch viele Partner von uns sind einbezogen. Was es hier nicht sein soll in so einer bilateralen Zusammenarbeit, man kann nicht kleinerer Partner sein. Das spüren die Ukrainer sehr stark. Andere NGOs in anderen Ländern nehmen das auch wahr. Ja, es gibt eine Ungleichheit in der Fähigkeit, aber das ist ein zusätzlicher Faktor, warum so eine Partnerschaft unterstützen kann und festigen kann und fördern kann. Also diejenigen, die in solchen Strukturen arbeiten, die kennen das. Und diese Fähigkeit der Kommunen vor Ort, das ist auch ganz wichtig für den Wiederaufbau. Wir stehen vor der Situation, wo wir vielleicht viel mehr Ressourcen bekommen, als wir bewirtschaften können, wenn die internationalen Organisationen in Deutschland, Sie haben Polen erwähnt, Tschechei, wir können jedes Land in Europa erwähnen, wenn Sie diesen Aspekt sich anschauen und dann auch die ukrainischen NGOs und in anderen europäischen Ländern, die werden stärker daraus kommen aus diesem Prozess. Das können wir nochmal besprechen. Okay, Tatjana, kurz, und dann machen wir noch eine letzte Runde. Ich schaue in die Runde, Sie können also überlegen. Ich habe schon Wilfried Jäger auf der Liste, aber Tatjana zunächst, bitte. Sehr kurz. Wie sieht das eine NGO? Alle diese Verbindungen, Kontakte, diese horizontale Zusammenarbeit in der Ukraine und im Ausland haben uns von ersten Tag des Angriffs geholfen. Am 24. Februar bin ich erwacht mit dem Gedanken, der Krieg ist gekommen, wir sind hier alleine. Aber ich habe sofort Nachrichten bekommen von Freunden, Bekannten, von NGOs, also von überall, mit der Frage, was kann ich machen, wie kann ich dir helfen? Also wie schnell hat man sofort angefangen zu agieren in der Ukraine und im Ausland? Das hat gezeigt, diese horizontale Verbindungen sind sehr, sehr stark. Und vereinfachte Bürokratie fördert das auch noch. Ich spüre große Dankbarkeit, dass all die Jahre nicht futsch waren. Und sie haben uns geholfen, diese 7 Monate zu überleben. Vielen Dank auch dafür. Wilfried Jilge, bitte. Ja, ich will noch mal zurückkommen zum
Wiederaufbau und zur Frage, wie wir überhaupt einen konzeptionellen Rahmen herstellen für diesen Wiederaufbau. Und da geht meine Frage an Ina und Tatjana. Also, ich habe mir das angeguckt, was da in Lugano passiert ist. Da gab es dann die Vorstellung eines großen Papiers mit 600 Projekten und es war auch alles furchtbar teuer. Aber im Grunde genommen war das eine Ansammlung von Projekten. Aber was für ein Projekt jetzt Priorität hat und warum man gerade das oder jenes durchsetzen soll, das ist überhaupt nicht klar. Dann habe ich geguckt im Parlament, was läuft da so? Und da ist eigentlich seit Lugano nichts gelaufen. So, also eine wirklich inklusive Debatte. Was ist das Screening, das wir ansetzen müssen, um übrigens auch Zielkonflikte zu lösen? Denn das Mapping der Ukraine in Zukunft wird ein anderes sein. Es werden zum Beispiel Industriezentren nicht mehr gebraucht. Severodonetsk lebte von einer Fabrik, Azot, aber jetzt muss Severodonetsk vielleicht Agrarprodukte machen und deswegen brauchen wir eine ganz andere Infrastruktur. Aber vielleicht brauchen wir auch die Infrastruktur in Severodonetsk gar nicht, sondern brauchen sie besser woanders, weil es da schnelleres Wachstum gibt, was generiert wird. So. Und bitte? Das ist eben der Punkt, auf den ich jetzt komme in meiner Frage. Wir sagen, die Reformen sollen verschränkt werden mit dem Wiederaufbau. Das ist übrigens der Grundsatz des Außenministeriums. Ob das jetzt von der Regierung schon der Grundsatz ist, das weiß ich nicht. Aber ich stelle mir natürlich die Frage, wo sind die Entry Points, das zu tun? Und ein Entry Point fängt doch beim Prozess an. Die Ukraine hat Gewaltenteilung, sie hat ein Parlament, die Regierung ist für diesen Wiederaufbau zuständig. Und jetzt würde ich die Frage richten an euch beide, wo findet die Debatte statt, was wie gefördert und verteilt wird? Wer debattiert das und wo findet das zurzeit statt? Das würde ich gern wissen. Vielen Dank. Ich würde vorschlagen, wir sammeln noch weitere Fragen. Hier waren zwei Fragen auf der rechten Seite, genau der Herr und dahinter die Dame, glaube ich, in der Maske. Dankeschön. Ich möchte herzlich bedanken den Vorstand von Böll-Stiftung, auch hauptsächlich Frau Rebecca für diese Konferenz. Ich kenne Frau Rebecca von den Demonstrationen, was wir zusammen vor der russischen Botschaft abgehalten haben. Das ist das Erste. Ich möchte nochmal bedanken den deutschen Volk, wie damals, 82, 89, bei den Kriegserklärungen in Polen von den Matrioschka, von den General Jaruzelski und die große Bereitschaft von Deutschen, die die Polen geholfen hätten. Und in diese wollte ich eine auch Frage stellen, warum denn Bereitschaft ist nicht jetzt, so wie damals war für die Polen, was die Deutschen geleistet haben nach den Kriegserklärungen 81, 13. Dezember. Das ist diese Frage. Warum denn, frage ich mich, warum? Zweite, warum nach dem Angriff, hauptsächlich jetzt mit den Raketen auf die ukrainische Städte. Warum ist nur ein Abwehrsystem geliefert? Warum ist nicht 50? Wie kann man den Regierung Deutschen überzeugen, das braucht man, um den Zivilen zu schützen? Das ist das Wichtigste. Und wenn wir sprechen über Geld. Entschuldige, hier hat der Herr schon erwähnt, warum können wir nicht den Geld von den, die angefroren ist, von den Oligarchen, russische, der ist sowieso gestohlen worden, warum kann man den nicht schnell beschlagnahmen und den zur Verfügung stellen, der ukrainischen Regierung und für Aufbau? Schon jetzt, weil es ist genug Geld dort, das sind Milliarden. Ne? So, und auch, Entschuldigung, hier sind wir fast 100 Leute, die alle für Ukrainer sind, stimmt? Daneben ist Botschaft. Was sucht die 100 Leute dort in Botschaft? Der soll schon lange geschlossen werden, die alle in zwei Bussen nach Sibirien und dort sollte die Gesellschaften, die hier arbeiten, entschuldige Verzeihung, aber wenn wir Krieg haben, mit solchen Typen spricht man nicht. Mit Krieg muss man richtige Entscheidung. Ich muss noch erwähnen. Bitte kurz, ja. Ja, entschuldige, 1938 hat Münchenabkommen, ja, da war ein Gespräch mit dem Adolf. Entschuldige. Und dann hat den Churchill gesagt, ne, sie haben Schande ausgesucht, sie können Krieg ausgesucht. Wenn drei oder
mehrere Jahre haben wir Minsk-Abkommen und so. Und was ist nachher? Krieg, richtige. Man muss endlich Ende sagen. Wir helfen Ukraine und mit allen Mitteln. Vielen Dank für das Plädoyer. Bitte hinter Ihnen. Mein Name ist Olga Kusmina. Ich habe eine Frage oder ein Statement hinsichtlich zivilgesellschaftlicher Unterstützung. Also am Anfang war ja, haben sehr viele ihre Mittel zusammengetan, um ganz viele Trucks in die Ukraine zu senden mit humanitärer Hilfe, mit Klamotten, mit Wintersachen. Und das ist bewundernswert und darüber sind wir sehr dankbar. Aber wenn man, ich glaube, alle, die sich ein bisschen mit langfristiger Entwicklung sich auskennen, werden mir beipflichten, dass Sachspenden nicht wirklich auf lange Sicht eine Hilfe sind. Und die Frage ist, ob Ukrainer wirklich in erster Linie Klamotten brauchen. Natürlich stellt sich da auch die Frage der Umverteilung. Also wenn sie in Lagern in Lviv landen, wo sie sich dann stapeln, dann ist das ja natürlich auch problematisch. Und dann gibt es aber andererseits so viele Projekte von lokalen NGOs, die langfristig eine Hilfe geleistet haben, aber keine Aufmerksamkeit bekommen haben. Und meine Hoffnung war so ein bisschen, dass der Krieg auch dafür genutzt wird, für andere Gruppen in der Ukraine, in der Zivilgesellschaft aufmerksam zu machen. Die Volunteers in Ukraine, soweit ich weiß, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch bin, haben hauptsächlich für die Armee gesammelt. Aber wie sieht es denn mit Rentnern aus, die mit so einer Rente klarkommen müssen, die kaum für Nebenkosten ausreicht, wenn sie Medikamente benötigen? Wovon sollen sie die kaufen? Wie sieht es mit Alkoholabhängigen und Drogenabhängigen aus? Oder Studenten oder Lehrern, die einen sehr, sehr niedrigen Lohn bekommen? Also das ist eine sehr lange Liste und meine Frage richtet sich an Pani Natalia i Pani Inno, du warst в мене запитання є, ich bleibe lieber bei einer Sprache. Was könnt ihr für konkrete Organisationen oder konkrete Namen von NGOs nennen, die vielleicht auch unterstützenswert sind, abseits von der Armee und von der Kriegsgeschichte, die vielleicht unsere Unterstützung benötigen können? Zum Beispiel Stichwort ländliche Entwicklung. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ich glaube, wir müssen die Rednerliste an dieser Stelle schließen. Wir sind am Ende der Zeit, aber dennoch wollen wir Antworten geben auf diese Fragen. Vielleicht, Frau Groneik hat mir versichert, dass sie sich nicht den Fragen entziehen möchte, sondern dass sie im Bundestag erwartet wird. Das heißt, sie entflieht nicht vor unseren Fragen, sondern hat sich entschuldigt. Aber bitte, ich glaube, die Fragen zunächst an Ina und Tatjana. Ihr könnt euch aussuchen, auf welche ihr zuerst eingehen wollt und dann zu dir, Natalia. Ganz schnell beantworte ich die Frage zu Prioritäten der Erneuerung. Dieser ganze Chaos, den wir haben mit ganz vielen Vorschlägen, mit riesengroßen Summen, die die Regierung zur Erneuerung anbietet, ist wohl damit verbunden, dass es ein langer Prozess ist. Die wichtigste Frage ist jetzt schnelle Stabilisierung von den Bezirken, die am meisten gelitten haben. Und alles andere bleibt dann außerhalb des Rahmens. Wir sind immer noch im Diskussionsprozess, auch in der Zivilgesellschaft. Wir wissen noch nicht, was wir haben wollen und wie wir es haben wollen. Wir müssen in erster Linie Erneuerungsprinzipien festlegen und konkrete Projekte, die Sicht und Weise von konkreten Industriebereichen, die werden wir später ansprechen, wenn der Krieg schon auf dem Stabilisierungsweg ist oder wenn wir den Militärkonflikt abgeschlossen haben. Ich sage, das ist eine der wichtigsten Fragen, wie die Prioritäten festgelegt werden und wer diese Prioritäten festlegt. Sie wissen, es gibt ja Nationalen Rat der Erneuerung in der Ukraine. Sie wissen, wie die Dokumente zu Lugano vorbereitet
vorbereitet waren. 24 Arbeitsgruppen, mehrere tausende Seiten. Irgendwo haben weniger Menschen mitgearbeitet, irgendwo mehr. Das war eine der schmerzhaftesten Themen. Das Wichtigste ist, dass wir das alles nicht damit abschließen, dass eine Agentur Planung, Verteilung und Kontrolle übernimmt. Denn wir sehen ja, dass es so schon beabsichtigt wird. Das müssen wir verhindern. Wie werden empfindliche, sensible Gruppen der Gesellschaft unterstützt? Das ist eine sehr aktuelle Frage. Wenn Sie Zeit haben, werde ich Ihnen die Namen zuschicken. So um die 30, 50 Organisationen kann ich benennen. Wenn wir die Anzahl der Kosten anschauen, die die Ukrainer zur Unterstützung der Streitkräfte spenden, das ist natürlich viel mehr als für die Unterstützung der sensiblen Bevölkerungsgruppen. Jedoch diese Gruppe wird durchgeführt. Solche Organisationen gibt es. Es gibt auch Unterstützung aus dem Ausland. Wir danken der deutschen Gesellschaft. Sie ist vielleicht eine der stärksten Gruppen, die humanitäre Hilfe leistet. Auch ukrainische Organisationen arbeiten daran und Rechtsschützer ebenso. Es gibt solche Organisationen im sozialen Bereich, die eben seit 2014 arbeiten und eine ganze Reihe von verschiedenen Mechanismen entwickelt haben. Sie wissen, den Krieg gibt es nicht seit dem 24. Februar. Es gibt ja viele Organisationen und eine Liste kann ich Ihnen geben. Und danke, mit Natalia. Kontakte knüpfen stehe ich für Kontakte knüpfen zur Verfügung. Hat eine ganz wichtige Frage angesprochen, nämlich die Schaffung der Struktur, Schaffung des Rahmen, konzeptionellen Rahmen. Und ich denke, das ist eine, wenn wir auf der operativen Ebene sprechen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass so ein Vorschlag, so eine Plattform auch die Kiewer Gespräche bieten könnten. Weil so wie ich die Arbeit der Kiewer Gespräche kenne, ist es ein Gedanke und das ist eine der größten Herausforderungen, gerade eine Plattform zu schaffen, wo die Organisationen miteinander vernetzt werden können. Das kann, also einfach das zu bedenken, wie viele Kontakte in der Ukraine gibt und wie viele Kontakte auch in Deutschland gibt, weil Kiewer Gespräche sind sowohl in der Ukraine und auch viel breiter in der Ukraine tätig als auch in Deutschland. Und das wäre zum Beispiel eine Überlegung, das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn Kiewer Gespräche zum Beispiel so ein Projekt machen, zur Vernetzung, also Vernetzungsstrukturen schaffen und anfangen, zu diesen konkreten Prioritäten zu arbeiten. Und auch diese Prioritäten dann zum Beispiel im BMZ vorzulegen und zu sagen, das ist ein Vorschlag mit Organisationen, die hier vertreten sind. Und nicht darauf zu warten, bis es gesagt wird von der ukrainischen Seite oder von der deutschen Seite, könnt ihr das bitte machen. Man kann diesen Schritt voraus sein und das einfach schon jetzt aktiv angehen. Und was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, Roadmap. Das ist etwas, was noch nicht angesprochen wurde, aber genau das für diesen Wiederaufbau, für den Wiederaufbauprozess, das ist notwendig. Die Schritte zu definieren und die Meilensteine zu definieren, wie vorgegangen werden kann. Dennoch möchte ich aber darauf betonen, wir sprechen heute und auch gestern viel über den Wiederaufbau der Ukraine. Der Winter nähert sich und eigentlich, worüber wir reden müssten, das ist die kommende humanitäre Katastrophe, die in der Ukraine stattfinden wird. Und das ist recht absichtlich, was passieren wird, weil Menschen haben, es gibt viel zu wenig Unterkünfte, es gibt viel zu wenig konkreter, gezielter, bedarfsorientierter humanitärer Hilfe. Es geht um Beheizung. Wir haben gesehen, am Montag wurde die ganze Ukraine beschossen. Zivile Infrastruktur, aber vor allem kritische Infrastruktur wurde zerstört. Das heißt, Wärmeversorgung, Wasserversorgung, Stromversorgung ist massiv beschädigt. Und deswegen, und das möchte ich auch so als Schlusswort nehmen, dass die Ukraine wieder aufzubauen, hängt auch davon ab, wie sehr die zerstört ist. Und was wir gerade brauchen, sind natürlich die Luftabwehrsysteme und schwere Waffen, die helfen werden, das Land zu schützen. Und wie gestern schon angesprochen wurde, diese Waffen, die Luftabwehrsysteme, die stehen an der Grenze zur Ukraine in den angrenzenden Ländern und die können in die Ukraine gebraucht werden. Und genau das brauchen wir jetzt, um noch mehr Zerstörung zu verhindern.
Vielen, vielen Dank. Das war, wie ich finde, ein exzellentes Schlusswort. Bevor ich Tetjana das Wort überreiche, möchte ich nur sagen, ich möchte keine Zusammenfassung geben. Das war eine exzellente Diskussion mit viel Gedankenanstößen, Kritik auch an das Auswärtige Amt, an die Förderer. Und ich glaube, die Kiewer Gespräche werden die Gedanken aufgreifen und weiterentwickeln. In diesem Sinne, Tetjana, vielen, vielen Dank für die Diskussion und für die Organisation dieses Panels. Dieses Mikrofon, doch, jetzt geht dieses Mikrofon. Keine Sorge, wir versuchen jetzt auch keine Zusammenfassung der zwei Tage dieser Kiewer Gespräche. Tatjana Lopatschuk im Namen der Organisatoren von den Kiewer Gesprächen und meine Person Robert Sperfeld als Vertreter der gastgebenden Organisation Heinrich Böll Stiftung wollen zwei Punkte eigentlich noch mal kurz zum Abschluss dieser Tagung sagen. Zum einen, ich habe den Eindruck, wir hatten eine sehr, sehr dichte und intensive Tagung mit sehr vielen Anregungen, mit sehr vielen auch klaren Worten. Das war sehr, sehr wertvoll. Viele von Ihnen und auch wir als Organisatoren und der Trägerkreis der Kiewer Gespräche haben uns sicherlich alle auch während dieser Tagung eine lange Liste schreiben können an neuen Ideen, an Vertiefung von bestehenden Ideen, wie wir, was wir in den nächsten Wochen und Monaten tun können. Und dafür gab es sehr viele Anregungen. Der Ausblick betrifft auch alle, die jetzt nicht in beruflicher Funktion irgendwie mit NGO-Arbeit oder Politik zu dem Thema zu tun haben, sondern auch jeden von Ihnen individuell. Es wird geben, als Ergebnis dieser Tagung zur Dokumentation ein Video, ein Podcast. Es gibt, wird den Mitschnitt der verschiedenen Panels in YouTube geben. Ich möchte alle ausdrücklich auffordern, diese Produkte dann auch im persönlichen Kreis und in ihren Netzwerken weiter zu verteilen, um diese Diskussion auch aus diesem Saal weiter hinauszutragen. Das scheint mir ein sehr wichtiger Punkt. Und zu diesen Produkten zählt natürlich auch und insbesondere das Policy Paper, was uns hier in Teilen auch präsentiert wurde von Inna und Mattia, das ich für ein sehr wertvolles Papier halte, um damit jetzt auch weiterzuarbeiten. Und dazu kann ich nur alle einladen. Und der zweite Punkt, für den zweiten Punkt übergebe ich an Tatjana. Ja, liebe Gäste unserer Jahres. Liebe Gäste unserer Jahreskonferenz, im Namen der Kiewer Gespräche möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Teilnahme bedanken, weil gerade jetzt in dieser Zeit des russischen Krieges gegen die Ukraine ist es uns Organisatoren, ist es uns Ukrainern, ist es uns allen Freunden der Ukraine sehr, sehr wichtig, dass Sie so viel Interesse und Unterstützung für die Ukraine haben. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei allen Experten und Rednern bedanken für ihre ganz offene und lebendige Gespräche. Wie Stefanie Schiefer gestern erwähnt hatte, es ist bereits die achte Jahreskonferenz, die ich organisiert oder mitorganisiert habe. Aber es ist die erste Jahreskonferenz, auf der wir nicht nur die Entscheidungen der ukrainischen Regierung kritisch besprochen haben, aber auch Mut hatten, einen Teil der verdienten Kritik an die deutsche Seite zu adressieren. Die deutsch-ukrainischen Beziehungen sind sehr, sehr wichtig für beide Länder und wir als Kiewer Gespräche werden auch in den kommenden Jahren alles dafür tun, um sie zu verbessern. Ich möchte mich jetzt auch bei allen unseren Partnern bedanken. Zuerst natürlich bei der Heinrich-Böll-Stiftung, die uns mit viel Tatkraft unterstützt hat und die ganze Räumlichkeiten uns zur Verfügung gestellt hatte. Ich bedanke
Ich bedanke mich bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, bei der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde und beim Zentrum Liberale Moderne. Und natürlich bedanken wir uns beim Auswärtigen Amt als unseren Förderer. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei meinem wunderbaren Team bedanken, das immer mit neuer Kreativität und Energie jede Konferenz organisiert und macht. Und natürlich ganz herzlichen Dank an das Tagungsbüro der Heinrich-Böll-Stiftung für die ganze technische und organisatorische Unterstützung. Das war sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank Ihnen. Mattia und Inna, vielen, vielen Dank für das tolle Policy Paper. Und ich hoffe, dass alle werden das lesen. Und last but not least, ich bedanke mich bei unseren zwei hervorragenden Dolmetscherinnen, Sophia. Sophia, Nadia, ohne euch ginge es gar nicht. Vielen, vielen Dank. Und ganz am Ende meiner Dankesrede möchte ich Sie alle daran erinnern, dass seit ihrer Gründung fanden die Kiewer Gespräche immer im Wechsel in Berlin und in Kiew statt. Und wir glauben fest daran, dass im nächsten Jahr wir uns im friedlichen Kiew sehen und treffen können, nachdem die Ukraine diesen Krieg gewonnen hat. Слава Україні!